sind ja heute hier unterwegs mit 220 Volt und nicht mit 12 Volt. Von daher dürften die autonomen Chaoten auch hier in Rennerod heute wieder keine Rolle spielen. Da möchte ich erst mal anfangen. So, herzlich willkommen, liebe Kampfgemeinschaft, für den Erhalt unserer Heimat, zu unserer 9. Veranstaltung unter dem Banner Bekenntnis zu Deutschland. Herzlich willkommen auch zu unserer ersten Veranstaltung nach dem historischen Brückenschlag über den Rhein am vergangenen Wahlsonntag. Seit dem Abend des 13. März steht fest, dass im zukünftigen 17. Landtag unseres geliebten Bundeslandes Rheinland-Pfalz mit der AfD eine Partei vertreten sein wird, die in vielen Punkten ihrer Zielsetzung dem Front National in unserem westlichen Nachbarland Frankreich nahe kommt. Diese Brücke gemeinsamer Zielsetzungen muss mit dem Ziel eines Europas der Völker im Kampf gegen die Ausbeutung und Diskriminierung einheimischer Bewohner und den islamistischen Terror gemeinsam ausgebaut werden. Eine Überschrift im Nachgang zu einer unserer letzten Demonstrationen 2015 titelte einmal mit: Die Sehnsucht nach Marie Le Pen, in Anspielung auf meine vorausgegangene Anerkennung für die Vorsitzende des Front National. Die Sehnsucht nach einer Politik, die sich an den Interessen der Einheimischen orientiert und nicht an denen von illegalen Asyltouristen, Drogenhändlern, Vergewaltigern und Krankheitsüberträgern, hat zum letzten Sonntag 12,6% der Rheinland-Pfälzer erfasst. Ja, das ist ein Applaus wert. In der Stegskopfgemeinde Emmertshausen wurden sogar 22% der Wähler von der Sehnsucht nach Heimat und Gerechtigkeit erfasst. Die Stimmen der kleineren Nationalparteien, die immer mit besonderem Einsatz bei der Sache sind, kommen natürlich noch hinzu. An dieser Stelle mein ausdrücklicher Dank an alle, die solche Ergebnisse hier bei uns vor der Haustür im Westerwald möglich gemacht haben. Danke auch an die Medien, die eine AfD von Anfang an ins rechte Licht rückten, weit weg von linken SED-Pappnasen und der islamistischen Finsternis. In drei Landtage ist die AfD mit stark zweistelligen Wahlergebnissen am vergangenen Sonntag von ihren Wählern entsendet worden. Sicher hat sich keiner der im SPD-Besitz befindlichen Lügenjournalisten noch Mitte 2015 derartige Wahlergebnisse bei Landtagswahlen für Anfang 2016 ernsthaft vorstellen können. Vor allem nicht für die alten Bundesländer. Baden-Württemberg, AfD über 15%. Noch bedeutender für uns ist aber, dass sie sich nicht vorstellen können, was die nationalen Bewegungen Deutschlands und Europas zukünftig noch leisten werden, weil sie es leisten müssen. Was sich aber viele, zumindest die mit etwas Lebenserfahrung, vorstellen können, ist die Tatsache, dass sich aus einer Sehnsucht, die Nahrung bekommt, schnell eine Leidenschaft entwickelt. Genau das ist unser heutiges Ziel. Die Sehnsucht der geschundenen einheimischen Bürger am aktuellen Wahlerfolg zu nähren, um sie die Leidenschaft für den politischen Widerstandskraft weiterzuentwickeln. Der Wahlerfolg der demokratischen Alternative sollte aber niemand glauben lassen, der weitere Weg wäre einfach. Ganz im Gegenteil. Ein Tal der Tränen liegt vor uns. Der Kampf um unsere Heimat, ja der Kampf um Deutschland und der Kampf um Europa muss mit Disziplin, systematisch, nachhaltig und mit Ausdauer geführt werden. Auch die Grundqualifikation des Wissens und die Zusammenhänge ist ein wichtiges Thema. Ja, sie ist elementar. Ich bringe mal ein Beispiel aus der Arbeitswelt. Stellt euch vor, euer Haus ist von Schädlingen befallen. Ihr beauftragt eines der großen Fachunternehmen aus der Branche der Schädlingsbekämpfer. Dann erwartet sicher jeder von euch als Kunde, dass die Arbeit qualifiziert
mit System und eben nachhaltig wirksam ausgeführt wird. Niemand von euch wird dem Fachbetrieb erneut einen Auftrag erteilen oder auch nur eine Empfehlung an einen Bekannten geben, wenn der Kammerjäger zwar das Ungeziefer besiegt, eure Heimstätte durch sein unkundiges Vorgehen aber dauerhaft unbrauchbar wird. Es geht bei zukünftigen Aufträgen, egal ob in der freien Wirtschaft oder in der Politik, beim Kampf um den zukünftigen Wählerauftrag, immer auch um das Vertrauen auf eine fachgerechte Ausführung. An dieser fachgerechten Ausführung, auf der Basis von Wissen, Wollen und Können, muss die nationale Bewegung arbeiten. Was nichts anderes bedeutet, als dass wir selbst zuerst an uns arbeiten müssen, um die vor uns liegende historische Herausforderung sicher zu bestehen. Mitleid bekommt man geschenkt, sagt der Volksmund. Und auch das hat sich am vergangenen Sonntag einmal mehr bestätigt. Die trickreiche SPD-Medienkonzern mit seiner mächtigen deutschen Druck- und Verlagsgesellschaft und ihrer riesigen Armada bezahlter Eigenbetriebsjournalisten hat im Sinne von Profitsicherung und Machterhalt ganz hervorragende Wahlkampfarbeit geleistet. Nach meiner Wahrnehmung wäre keine Politgestalt der aktuellen BRD GmbH in der Lage gewesen, mehr Mitleid beim Wähler zu erregen als eine Manu Dreier. Dieses Mitleid wurde nach meiner festen Überzeugung vom SPD-Konzern durch perfekte psychologisch gesteuerte Propaganda und ohne jede Rücksicht auf die zukünftigen Folgen für die Bürger unserer Heimat in Wählerstimmen umgemünzt. Das Erregen von Mitleid und auch das psychologisch organisierte schlechte Gewissen, welches arglosen und grundgütigen Bürgern eingetrichtert wird, ist eine besondere Form der Skrupellosigkeit und gleichzeitig die Geschäftsgrundlage zahlreicher kleiner und großer Trickbetrüger. Sie fängt in den Fußgängerzonen der deutschen Großstädte mit einzelnen zerlumpten Scheinbedürftigen aus aller Herren Länder an und gipfelt schließlich in der Begründung perfekt organisierter Betrügerbanden. Aufmerksame Bürger, die sich nicht so leicht von den Lügenmedien der SPD-Medienkonzerne austricksen lassen, konnten in den letzten Tagen den freien Medien entnehmen, wie sich angeblich friedliebende Fachkräfte und Kulturbereicherer an der griechisch-mazedonischen Grenze gebärdeten. Von den Fachkräften mit Steinen beworfen wurden sowohl mazedonische als auch griechische Sicherheitskräfte seitens der gefährlichen Gesetzesbrecher. Mit Rammen wurde versucht, mazedonische Grenzanlagen zu zerstören. Ein klarer Angriff auf das kleine Mazedonien mit gerade einmal 2 Millionen Einwohnern. In heldenhafter Weise kämpfen die mazedonischen Sicherheitskräfte gegen die militanten Angreifer. Diese Kämpfer für ein freies und sicheres Europa sind die wahren Helden unserer Zeit. Ihnen gilt unsere uneingeschränkte Dankbarkeit und Anerkennung. Ja, das ist ein Applaus wert, was die Leute da leisten, während sich hier unsere Politiker verstecken oder 1-Euro-Jobber abrichten, um den Scheinasylanten hier Möbel zusammenzubauen und niederste Dienstleistungen zu erbringen. Das ist eine Schande für unser gesamtes Land. In vorbildlicher Form hat unser südlicher Nachbar Österreich Mazedonien bereits Hilfe bei der für Europa überlebenswichtigen Grenzsicherung angeboten. Das ist die Form von europäischer Solidarität, die auch Deutschland zukünftig zu leisten hat. Das ist unsere Forderung an die Politik. Dafür gehen wir auf die Straße. Gewalttätige Steinewerfer, gefährliche Gesetzesbrecher und illegale Asyltouristen wollen wir hier bei uns im Westerwald nicht finanzieren. Aber die Asylindustrie und deren Propagandaorganisation SPD will das, weil damit windige Geschäftemacher Profite in Milliardenhöhe machen können.
Das Kölner Institut der deutschen Wirtschaft prognostiziert, dass die Asylindustrie in den Jahren 2016 und 2017 mit etwa 50 Milliarden Euro auf Kosten des deutschen Steuerzahlers beschert wird. Nach meiner Meinung ein beispielloser Betrug am deutschen Volk. Im laufenden Jahr 2016 wird allein die Unterbringung und Verköstigung von rund 1,5 Millionen Kulturbereicherern und Fachkräften rund 17 Milliarden Euro kosten. Deutsche Kinder bekommen in der Schule vielfach nicht mal eine warme Mahlzeit, wenn doch wird auf den Cent genau abgerechnet. Hinzu kommen weitere 5 Milliarden Euro für Sprach- und Integrationskurse. Im kommenden Jahr, wenn sich die Zahl der Asyltouristen auf angenommene 2,2 Millionen steigert, daran arbeitet ja auch unsere regionalen Politdarsteller und Asylfanatiker des Bündnisses. Jeden Tag werden die Unterbringungskosten auf prognostizierte 22,6 Milliarden Euro ansteigen. In Summe mit den sogenannten Integrationskosten steigt der Betrag auf unfassbare astronomische 27,6 Milliarden Euro für 2017. Dieser Wahnsinn wird zusätzlich zu den schon vorhandenen Schuldendiensten einzig und allein dem deutschen Steuerzahler und damit der arbeitenden Bevölkerung auferlegt. Eine einmalige 12 Milliarden Rücklage wird Finanzminister Schäuble in diesem Jahr für die illegal eingereisten Asyltouristen verschleudern. Geld, für das wir alle jeden Tag gearbeitet haben. Dieser Gesamtvorgang ist nicht nur europaweit, nein, er ist weltweit einzigartig. Kein anderes Volk auf der gesamten Erdkugel lässt sich von der eigenen Regierung für die Interessen illegal eingereister Gesetzesbrecher enteignen. Das alles registrieren täglich mehr Menschen in unserem Land. Wir müssen alles daran setzen, dass es noch mehr Bürger werden, die erkennen, wie sie um ihre Zukunft betrogen werden. In diesem Sinne verabschiede ich mich heute mit den besten Wünschen für ein erholsames Wochenende von euch. Alles Gute, vielen Dank. Ja, hier im Hintergrund könnt ihr die Elite sehen, die Eliteeinheit derer, die hier immer gegen uns protestieren. Allen voran begrüßen wir natürlich unseren größten Wahlverlierer des letzten Wochenendes im Westerwald, den Vorsitzenden mit Pappnase verziert, häufig zu sehen, auch am Rande unserer Veranstaltungen, Martin Klein, herzlich willkommen. So, der Mann operiert hier als Vorsitzender der SED-Nachfolgeorganisation Linkspartei. Diese Organisation finanziert sich. Diese Organisation finanziert sich nicht wie wir durch Arbeiten. Diese Organisation finanziert sich nicht wie wir durch Sammelbüchsen. Diese Organisation finanziert sich durch ein Altvermögen der SED. Was die SED-Bonzen zu DDR-Zeiten unrechtmäßig aus der Bevölkerung herausgepresst hat. Das SED-System hat in den vergangenen Dekaden der Existenz einer DDR-Unrechtsorganisation auf eigene Leute schießen lassen, die das Land verlassen wollten. So viel dazu. Alles Gute euch, bis zum nächsten Mal.